Okay, wunderschön. Damit haben wir das geschafft. Mit der Gildenmanagerin reden wir gleich. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal natürlich bei euch fürs Mitmachen. Und dann wechseln wir die Gruppe. Louis bleibt, aber ja, Astro muss dann noch ausgewechselt werden. Und ja, wie gesagt, dann brauchen wir natürlich noch einen neuen. Und wie gesagt, das machen wir dann gleich, also gleich den Wechsel. Nochmal, wie gesagt, vielen Dank an euch und wünsche noch einen schönen Abend und noch einen schönen Stream. So, Aurelia ist dabei und der letzte im Bunde, Torben. Schön, dass ihr dabei seid. Also, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen in der Halle. Und wir reden jetzt mal mit der Gildenmanagerin, da wir ja die beiden dringenden Quests erledigt haben. So, da bist du ja, junge Jäger. Es scheint, man könnte dir zum Aufstieg zu Jäger Rang 6 gratulieren. Wir haben übrigens Nachrichten von der Expedition nach Wyverns End erhalten. Es scheint, der Nagakos fing seine Beute in einer klebrigen Masse und zog sie zum Fressen in sein Nest. Du hast ja all die Knochen gesehen, die in Wyverns End verstreut herumlagen, nicht? Die Überreste seiner Beute. Das heißt, er hat die ganzen Leute erledigt? Das ist die ganzen Monster? Okay. Jetzt kennen wir das Schicksal all dieser vermissten Monster und Luftschiffe. Diese armen Seelen. Nur weil wir einfach, keine Ahnung, einen Liter Treibstoff sparen wollten und deswegen über diesen gruseligen Friedhof fliegen mussten. Ah, wie dumm von uns. Egal. So viel zu den Berichten. Die Expedition läuft ja noch. Also warte mal. Also warten wir mal die Ergebnisse weiter ab. Wenn ich mehr fahre, lasse ich es dich wissen. Erkundige dich am besten regelmäßig danach. Oh, und du solltest das hier haben. Hoffentlich kannst du es gut gebrauchen. Einschein, war klar. Na dann. Meine Beinschienen sind auch sehr freizügig. Ja, habe ich gesehen. Das, beziehungsweise deine Hüfte ist halt nicht existent. Das ist das. Es konnte kein Jägerlager mit den Einstellungen gefunden werden. Ja gut, sagte mir beim Passwort, wenn man die Lobby schon gefunden hatte. Okay. Das ist komisch. Shit, ist real. Hattest du die Halle vielleicht? Nee, aber du hattest die Halle ja noch nicht gefunden. Weißt du, dass du sie vielleicht nicht aktualisiert hattest? Das könnte ich mir jetzt vorstellen, aber ansonsten ist das sehr merkwürdig. Tja, tut mir leid, Kuma. So, gehen wir zum Akademie-Mädel. Gut gemacht, Jäger. Glückwunsch zum Aufstieg der in den Jägerrang 6. Jetzt kannst du endlich 6-Sterne-Quests absolvieren. Nicht sehr viele Jäger haben es soweit gebracht. Ich habe übrigens von gutem Fortschritt der Forschergruppe beim Tür von Wyverns End gehört. Natürlich können sie nur dank dir ihre Arbeit fortsetzen. Ich hoffe, ich gehöre eines Tages auch zu dieser Gruppe. Toll, damit ich auch vom Tentakel viel fressen lassen kannst. Oder zu einem Laborteam, im Monsterinnereien wühlen. Klingt zwar eklig, ist aber richtig faszinierend. Na, großartig. So. Aktualisieren könnte helfen. Ah, nein, du hattest die Halle schon. Oh, das ist natürlich schade. Tut mir leid. Okay, Jägerrang 6, was haben wir denn hier? Die Blitzkrone, ein Astalos. Mädchenwünsche, was? Okay, ein Tigrex. Interessant, ein Rattalos. Seltas Königin, oh, die kommt auch wieder. Interessant. Gelähmt vor Furcht, ein Gwar. Stürzt den Monarchen, ein Zinogre. Hat man nicht gerade schon Zinogre? Nee, okay. Ein Zinogre, ein Devilio in Not. Okay. Buchhaltung Frostseeweg. Ein Agnaktor. Den gibt's ja auch. Das ist ja cool. Ich mag Agnaktor. Das ist schön. Duellende Vulkanmulde. Ein Glavenus. So, schon wieder die Seltas-Königin. Okay, jetzt fängt's wieder an. Rattalus und Rattian ist eine typische Quest. Schon wieder ein Glavenus. Ein Rajang. Nochmal ein Astalos, nochmal ein Rattalos, nochmal ein Rajang, nochmal ein Gamot, nochmal ein Mizutsune, ein Duramboros. Okay. Ich weiß jetzt, wer vor Panik schreien würde. Zeros mag ihn ja gar nicht. Okay, ein Lagi. Aber was hier noch so alles kommt? 50 Yagia oder 25 Yagia. Ja, okay. Nochmal ein Duramboros, zwei Quarzstücke, nochmal ein Agnaktor, zwei Lavasiot, aha. Fluss des Feuers. Rattian, also mehrere Quests. Oh, wow. Vierer Quests mit großen Monstern, das wird echt fies. Wobei, es ist ja eine Seltas-Königin, okay. Aber Dreier Quests sind auch schon fies. Eine 3-Stunden-Tour? Na, ich hoffe nicht.
wackelige Verteidigung. Ah, und das sind jetzt alles solche Dreier-Quests. Oh, wow. Da bekommen wir auch echt heftig viele. Er ist elektrisch. Nice, ein Kirin. Nochmal ein Kirin. Man braucht ihn da zweimal direkt hintereinander. Ach, Spiel, ne? Wieso? Drei Kirin? Was? Wieso? Wieso sind hier denn drei Kirin hintereinander? Was zur Hölle? Hä? Okay. Interessant. Wohin du auch siehst, zwei Iodrom. Okay. Aber wieso? Ach. Kirin Overlord, was hast du für mich? Ein Maxi-Trank, dankeschön. Aber ich hab schon alle. Wieso willst du mir einen Maxi-Trank geben? Wie gesagt, ist zwar nett. Dankeschön. Aber wäre nicht nötig gewesen. Ach Gott. Naja, auf die Kirins freue ich mich schon. Die müssen wir irgendwie ziemlich gut aufteilen. Ja, Kirin-Rüstung, ja. Nachdem wir die drei fertig haben, kann ich mir definitiv eine Kirin-Rüstung machen. Alle die guten Dinge sind halt drei. Naja, das ist so ein bisschen die Dings. So viele Katzenquests, ne, die werden ja immer freigeschalten, das ist ja das. Kirin-Form im Let's Play leicht gemacht, ja. So, dann würde ich sagen, bleiben wir bei dem Thema und gehen gleich über zum Astalos. Nur will ich mal gucken, ob ich mein Besteck ein bisschen aufwerten kann. Wobei, Astalos, ich könnte auch Langschwert nehmen. Langschwert-Ariel würde auch gehen. Schauen wir mal. Weil da kann ich jetzt meine Giftwaffe ja nehmen. Wie gesagt, 130 haben wir jetzt ausgemacht. Von der Rüstung her muss ich dringend mal schauen. Buchlanze ist da, okay. Weil hier habe ich jetzt... wobei, dann kann ich keinen Angriff nehmen. Wäre aber schon ganz cool. Was habe ich denn hier noch so? Ja gut, okay, die ist immer noch ein bisschen zu krass, die Schneegift. Leider. So, 130 Angriff ist doch noch nicht so viel. Ich dachte, ich nehme ganz gerne... Weil das sind... Nee, Quatsch. Das sind ja schon viel zu viel. Ah, Mann. Verdammt. Dann werte ich halt bloß mein Schlemmwerkzeug auf. Da schauen wir jetzt mal kurz. Schmieden, verbessern. Genau, mache Liederz Bistroschein. Okay. Auf 120, na also. Oh, blaue Schärfe. Nein, 140. Nein, nicht 140. Wir lassen es bei 130. Vorerst mal. Wir können es ja dann später ein bisschen verbessern. Blaue Schärfe wäre natürlich auch schön gewesen. Oh, und 10% Affinität. So tragisch. Wir hätten halt auch alles gehabt. Na, egal. Wie gesagt, wir lassen schon 130. Wie wenig soll es am Jägerrang 7 sein? Na, dann können wir ja schauen, wie es dann ist. Wir können es ja auch jederzeit erhöhen. Das ist ja das. Also von dem her, wir sind ja nicht drauf fixiert, dass wir jetzt das so belassen. Wir können es ja jederzeit erhöhen, wenn es nicht passt. Die beiden Bossmonster waren ja jetzt in Ordnung. Jetzt schalten wir hier ein bisschen nach oben und dann geht das ja. Das ist immer so das, woran ihr halt auch denken müsst. So. Okay. Wir werden sehen, wie es läuft. So, wie viel habe ich jetzt? 126, ja, und 214. Ja gut, wir haben jetzt ja auch 300. Da muss ich also dringend mal eine neue Rüstung machen. Eine Rüstung wäre jetzt also mal langsam angebracht. Definitiv. Aber noch geht es ja. So, wie sieht's bei euch aus? Ja, das passt. 250. Das passt ja immer noch. Und das passt genauso. Na, also... Wie gesagt, das hat ja gerade eben auch gegen Mizutsune und Gamot ja ganz gut funktioniert. Also von dem her ist das ja alles noch nicht so schlimm. Wettsteine brauche ich auf jeden Fall wieder. Wobei, jetzt habe ich endlich auch mal wieder ein bisschen mehr Schärfe. Das ist halt das. Man schläft, mache ich ein Würmernfeuer. Okay, tu dein Ding. Lebenspulver kann ich wieder mitnehmen. Kräutermedizin ist das da. Da, Lebenspulver. Habe ich Nullbeeren dabei? Ja. Für den Blitzeffekt vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe Maxi, ich habe Uralten. Passt also alles soweit.
Ja, grundlegend, es gibt ja eigentlich keine stärkeren Sachen mehr. Ich könnte jetzt gucken, ob jeder die richtigen Ausrüstungssachen hat, aber ja, wie gesagt, mittlerweile sind wir ja so weit, da geht eigentlich gar nichts mehr. So, halt, warte, Lou ist noch nicht bereit. Ich wollte gerade eben schon loslegen. Solange man unter deinen Attacke und Def ist, kannst du eh nichts sagen. Ja, klar. Das ist ja das. Ja, tue ich ja auch nicht. Wie gesagt, tue ich ja definitiv nicht. Und ich werde definitiv dann auch bald mal meine Sachen aufwerten, weil 214 ist mir dann langsam doch ein bisschen wenig. Vielleicht dann bis zum nächsten Mal hole ich mir da mal eine bessere Rüstung. Vielleicht werte ich bloß einzelne Teile auf. Wie cool so ein Astalos-Kopf aussieht. Fast wie eine Art Krone. Mann, ich würde ihn so gerne aus der Nähe sehen. Könntest du ihn, dann könnte ich ihn richtig studieren. Kannst du Jagd auf einen machen? Okay. Die Blitzkrone. Wir werden sehen, wie das läuft. Wo ist der denn hier? In der Ahnensteppe. Die Invasion haltet sich auf. Naja, es ist ja bisher bloß ein Tintenfisch. Und der Kraken war eine Zeit lang mal, in großen Anführungszeichen Stream-Maskottchen. So ungewollt. Weiß irgendjemand, wo der spawnt? Was? Falcone hat gerade ein Remix vom Kezu-Theme hochgeladen. Okay. Ist bestimmt super spannend. Aber wir haben doch noch gar nicht den 1. April. Kommt er vielleicht in dem Gebiet, wo auch Kutku spawnt? Das müsste eigentlich das sein, wo ich jetzt hinlaufe, oder? Auch nicht? Wo ist der? Im Nest? Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, Louis, du müsstest in dem Gebiet sein, wo es die Stufen sind, nicht wahr? Ich glaube schon. Ich probiere es zumindest mal. Wieso kommt er denn dort? Ein richtig blödes Gebiet für ihn. Na gut, dann sind wir jetzt auch da. Hat lang genug gebraucht. Na also. Okay, dort oben. Mal schauen, wie es gegen den aussieht. Klar, natürlich. Mach erstmal die kompletten Berge hier kaputt. Ist ja kein Problem. Ey, au. Das Erste, was passiert, ich werde hier erstmal verprügelt. Das war blöd. Was zur Hölle habe ich da gemacht? Okay, jetzt. Ja, also. Ich bin noch hart getriggert. Was zur Hölle ist los, Nixios? Ich habe nicht mal eine Ahnung, von was du hart getriggert sein könntest. Ich meine wenigstens nicht der Strahl. Aber der Treffer so tat auch schon weh. So, da nochmal rein. Die Musik ist toll. Ja, die Musik ist sehr, sehr toll. Allgemein von den ganzen Top 4. Da haben sie sich Mühe gegeben, definitiv. Also da kann man echt nichts dagegen sagen. Bei den Top 4. Und deswegen, ich mag den Astalos halt auch einfach. Gerade auch wegen der Musik. Es ist halt so abenteuerlich. Au. Okay, da hat es seine Flügel geladen. Das. Hast du das gerade komplett getankt, Louis? Sah fast so danach raus. So, da nochmal nach oben. Sehr schön. Oh Gott. Wegen der Spende und wegen meinem Training. Oder Training. Okay. Wieso bist du hart getriggert wegen der Spende? Wie immer rumwackelt, ne? Das ist immer so gefährlich. So, Wolfsdrachen haben wir auch beinahe. Wunderbar. Ja, dem geht's gerade eben nicht ganz so gut, muss man sagen. Der kommt hier gerade eben nicht wirklich voran. Weil er halt doch hoch genug ist, dass ich ihn auch schön treffen kann. Und ja, wir allgemein... Wow, das sah interessant aus. Und wir allgemein so ein paar Aerial-Effekte dabei haben. Und da ist das dann schon ganz gut. Warum fragst du mich das? Ja, keine Ahnung.
weil ich halt nicht weiß, weswegen du von der Spende getriggert bist. Das ist... Spende hat ja mit dir nichts zu tun gehabt. Oh, was passiert jetzt? Was tut er denn? Er hat irgendwie so rumgezuckelt und dann ist da irgendwas entstanden, aber... Soweit scheinbar nichts weiter Gefährliches. Aha. Einmal ein bisschen auf den Schweif. Ja, oh, das ist so gefährlich. Das ist, glaube ich, das Gefährlichste an ihm. Jo. Da macht nämlich auch richtig gut Schaden. Schnell mal heilen. Doch, ich war nicht da. Ach, du warst nicht da bei der Spende? Stimmt, du kamst erst später, nicht wahr? Stimmt, da war was. Ja gut, okay, dann kannst du getriggert sein. Aber blame Xamorok. Oh Gott. Ja, wie gesagt, das tut schon sehr, sehr weh. Au. Au, au, au. Schnell mal nochmal einen Wettstein. Ja, haha. Ja, also wie gesagt, für eine neue Rüstung ist es vielleicht echt mal Zeit. Das, oh, hätte so schief gehen können. Oh, oh, nee, es ist auch... Also, er hat mich auch getroffen. Lass mich doch mal in Ruhe. Mann, okay. Gott, danke schön. Puh. Okay, wie gesagt, bis zum nächsten Mal definitiv die neue Rüstung. Oder zumindest Teile von der neuen Rüstung, weil ansonsten will mir das hier gerade im Nichts sehr gefallen. Das ist alles viel zu gefährlich. Wow. Eine neue Rüstung ist ja immer besser als höhere Waffen. Deswegen habe ich jetzt auch bloß auf 130 geschalten, dass wir halt nicht wirklich viel vorankommen, sondern den Monstern eben noch gut die Möglichkeit lassen. Weil 10 Schaden pro Mann sollte jetzt dafür sorgen, dass wir vielleicht auf 10 Minuten kommen bei den meisten Monstern, aber nicht auf 15. Ich denke mir zumindest, dass er jetzt bald anfangen könnte zu humpeln. Das wäre ja dann eine relativ gute Zeit, sagen wir mal. That luck? Naja. So viel Glück war es jetzt auch nicht. Ich glaube, ich werde da sehr viel klippen. Ist das okay? Naja, wenn du sinnvolle Clips machst, sage ich mal, dann... Au, dann gerne. Also, ich meine, meinetwegen kannst du alles klippen, was du willst. Aber es macht dann halt keinen Sinn, wenn... Also ich sehe es halt oft genug, dass irgendwie Clips irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Das ist dann so, gut, okay. Probier, witzige Clips zu machen. Das ist dann immer cooler, wenn man sie dann nochmal anschaut. Aber ja, wie gesagt, ansonsten ist es natürlich vollkommen dir überlassen, wie viele Clips du machst. Oh, da ist ein Horn jetzt, aber er ist immer noch verwirrt. Das ist gut. Man kann hier aber auch gerade nicht auf ihn drauf... Also, klar, man kann natürlich mit dem Luftkampfstil auf ihn drauf springen, aber so allgemein von Kanten springen oder so geht hier gerade ein bisschen schwieriger. Jetzt lass ihn doch in Ruhe, Konshu. Das war leider ein bisschen zu spät, da ist er aber auch schnell nach oben geflogen. Ich glaube, wenn er flüchtet, ist es sehr, sehr schwierig, ihn zu erwischen mit so einer Blitzbombe. Wer hat denn dich da... Achso, ein Konshu, okay. Ich wollte gerade sagen, wer zur Hölle hat dich da gerade mal umgeschubst? Fällt der Hunter einfach so aus dem Nichts einfach um, so... Oh, hoppla, gestolpert. Okay, gehen wir in die zweite Runde, aber ich glaube auch, dass wir ihm schon wieder sehr gut Schaden gemacht haben. Er sabbert jetzt gerade eben, aber ich glaube auch, dass er beinahe tot ist. Das ist so die Sache. Aber wie gesagt, passt ja. Wir sollten eigentlich auch kurz vor den 10 Minuten sein. Dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Wir werden sehen. Und jetzt sind wir eh so am Endstück der Quest, sage ich mal. Ich meine, kommt dann ja bloß noch ein Jägerrang und dort werden ja größtenteils die... Wow. Dort werden ja größtenteils die Drachenältesten kommen. Also von dem her, passt ja. Passt ja, dass jetzt langsam die Monster ein bisschen heftiger werden. Okay, da kommt eine Falle. Ist das schon soweit? Keine Ahnung. Oh, nein, nein, nein. Hi. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber okay, gut. Okay, das war's. Nice. Haben wir den Astalos erledigt? Ja, ich dachte, er hält noch ein bisschen mehr aus. Aber das war, glaube ich, auch irgendwie so die oberste Grenze zum Fangen. Wie viel Zeit hatten wir denn? Ja, okay. Beinahe 10 Minuten. Was ist mit meinem Wyvern feuert? Ja, nur wenn er schläft.
Wie funktioniert das mit den Clips auf Twitch eigentlich? Kann man die nachträglich aus irgendwas herausschneiden oder muss man die winzigen Stellen vorhersagen? Oder die witzigen Stellen? Ein kurzes Hallo und so, ja. Schön, dass es bei bist, Elding. Und du kannst die letzte Minute oder 2 Minuten kannst du klippen. Und ansonsten halt die ganzen Highlights, beziehungsweise die Videos, die daraus entstehen. Die kannst du dann nochmal klippen, aber so live... Oh, eine Platte. So live kannst du, wie gesagt, die letzten 2 Minuten kannst du da klippen. Ich weiß aber auch nicht genau, wie. Ein Astalos Elektrojuwel. Oh, ein hellgrüner Edelstein, gefunden am Astalos. Pulsiert mit starker Energie. Ich würde mal behaupten, das ist ein Rare. Nice. Ein Kamm, eine Flügelkraue, Scherenschweif und eine Membran. Wunderbar. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und eine Goldkrone. Wow. Was? Das ist nur so schwer, weil die übelsten Schüttwaffen benutzt. Wenn ihr Jäger 6 Sachen benutzt, wären das 2 Minuten. Nixios, ich weiß. Genau deswegen benutzen wir sie ja. Falls es dir nicht aufgefallen ist, aber das ist der Grund, weswegen wir die Waffen benutzen. Okay, gut. Haben wir auf jeden Fall das, auch die Goldkrone gleich. Ich dachte gar nicht, dass sie so groß ist. Aber schön, damit haben wir unsere erste Quest im Jägerrang 6 geschafft. Wunderbar.